Hi meine Lieben, ja heute gibt es von mir den Primark Haul, denn ich war jetzt Anfang August im Primark in Karlsruhe und ich bin ein ganz kleines bisschen enttäuscht gewesen, weil Primark so den Anschein jetzt macht, dass sie ihre Sommerklamotten ganz schnell loshaben möchten und am besten alle schon voll bauen würden mit Herbstsachen. So die Hälfte von Primark ungefähr ist auch schon voll mit Herbstjacken, Pullovern und all sowas. Was ich ein bisschen schade finde, denn es ist eigentlich jetzt Sommer. Jetzt ist Sommer. Und ja, bei Anfang August muss man noch nicht die ganzen Herbstsachen machen, ne? Also naja. Es gab aber schon noch Sommerteile, nur war das relativ wenig. Und dann war es auch meistens so, dass es nur in ganz großen Größen gab oder auch nur vereinzelt ein paar Sachen. Da gab es dann zum Beispiel Kleiderstangen, an denen 8 verschiedene Kleider hingen, aber alle nur ein paar Mal oder so, also irgendwie so die letzten Artikel und ja, man hat einfach gesehen, die werden das nicht mehr aufstocken. Und da ich nochmal was umtauschen musste, eine Woche später, war dasselbe Zeug genauso da. Also es wurde nicht mehr, ja, nochmal was aus dem Lager geholt. Irgendwie ein bisschen blöd Anfang August, aber naja. Trotzdem habe ich noch einiges an Sommerklamotten und ein paar Teile von den Herbstsachen, weil ich die so schön fand. Und die konnte ich nicht liegen lassen, weil mittlerweile weiß ich, wenn ich etwas sehe und 2-3 Wochen später nochmal hingehe, dann sind die Teile weg. Ja, zum Großteil meistens. Okay, dann fangen wir an mit den Sommerteilen. Ich fange mal an mit dieser Kette hier, die ich trage. Sie haben auch nicht so schöne Accessoires, finde ich wieder. Also, ich weiß nicht. Ich habe in letzter Zeit, so im letzten halben, dreiviertel Jahr, nicht so viel Accessoires bei Primark gekauft. Aber diese Kette fand ich jetzt sehr, sehr schön. Ich zeige euch die dann nochmal in Nahaufnahme. Und ja, die hat 6 Euro gekostet. Und ich fand die einfach schön von der Aufmachung hier. Und die meisten Statement-Ketten gefallen mir bei Primark nicht mehr so wie früher mal. Ich weiß auch nicht wieso. Jetzt gab es noch eine Kette, da ärgere ich mich ein bisschen. Die hätte ich vielleicht auch noch mitnehmen können. Die bestand aus ganz vielen kleinen Blättern, so ein bisschen länglicher. Und das war dann hier wie so ein bisschen wie so ein Dreieck. Und eine Schicht war oben glänzend und die andere matt oder umgekehrt. Also eine Reihe matt und eine glänzend. Und das sah ganz schön aus und die gab es in Silber und in Gold. Aber irgendwie habe ich gedacht, nee, lass die hängen. Die muss auch so um die 5-6 Euro gekostet haben. Mal sehen, vielleicht hole ich mir die noch irgendwann. Weil Ketten und so gibt es ja auch meistens auf längerer Zeit. Von dem her macht das nicht so viel aus. Dann habe ich mir dieses graue Oberteil gekauft. Das ist ein Shirt, was so ein bisschen weiter ausgeschnittenere Ärmel hier hat. Und ich hätte es mir vielleicht doch eine größer holen sollen, aber ich habe verglichen, das ist jetzt Größe M, 38 und die 40 war genauso von dem Ausschnitt hier. Und da habe ich mir gedacht, ja toll, dann brauchst du es auch nicht größer kaufen und 42 war dann total unförmig irgendwie, also sah ganz, ganz schlapprig aus. Und dachte ich mir, nee, dann hätte sie hier nicht gepasst, dann wäre das hier so komisch abgestanden, von dem her habe ich es dann gelassen. Dachte mir, ja, das geht auch so. Ja. Dann habe ich das gleiche Oberteil, achso, dieses Oberteil kostet übrigens 3 Euro. Das gleiche habe ich nochmal hier in komplett weiß. Ist vorne ein ganz kleines bisschen kürzer, aber ja, trotzdem noch relativ lang. Und hinten hat so einen schönen runden Ausschnitt, das mag ich auch sehr gerne. Sieht immer schön aus. Dann habe ich solche Bandeau-BH-Teile gekauft. Da gibt es auch verschiedene Arten von. Einmal hier so ein peachfarbenes mit solcher Spitze, die dann unten entlang geht. Und einmal hier so Blümchenspitze, die man hier nochmal sehen kann. So, ich hoffe, ihr kennt das. Finde ich sehr, sehr hübsch. Und das kostet 3,50 Euro. Dann das gleiche Modell nochmal in weiß. Und das gibt es auch nochmal in schwarz, aber ich habe mir jetzt ein anderes schwarzes geholt. Das sieht zwar so ähnlich aus, aber diese Spitzenmuster hier sieht ein bisschen anders aus. Das hat viel mehr so kleine Blümchen, ja. Ja, und die kosten alle 3,50. Die gibt es auch noch in so einem Beige-Ton und mit Blümchen. Und ich glaube in so einem Leoprint, wenn ich mich gerade nicht irre. Und Knallpink gibt es die auch noch. Ja. Dann habe ich mir eine schwarze Leggings geholt, die ich mir immer von Primark hole, die ganz normale. Jetzt steht hier, dass irgendwie die Länge anders wäre, also noch länger. Keine Ahnung. Muss ich noch anprobieren. Hätte ich vielleicht vorher mal machen können, aber ich bin 1,68 groß und die Leggings vor ungefähr 4 Wochen hat mir auch gepasst. Und ich glaube, die hatte kein Schildchen dran. Also so kurz sind die jetzt auch nicht. Dann habe ich mir eine weiße Bluse geholt.
Die gab es auch in allen möglichen Farben, in dunkelgrün, in Peachfarben, aber ich habe mittlerweile so viel Peach-Zeug und das war jetzt mehr so Orange-Peach und das hat mir nicht ganz so gefallen. In Weinrot fand ich es auch wunderschön, aber ich habe es jetzt einfach mal nur in Weiß geholt. Das hat ja am Ärmel, ich finde immer diese Ärmel so schön, wenn das so ein bisschen gerafft ist und dann dieses kleine Perlchen dran ist, ein ganz kleines, goldenes. Und hier vorne hat es auch nochmal diese goldenen Perlen und sieht einfach ganz süß aus vom Schnitt her. So sieht es unten aus. Ja, fand ich einfach wunderschön. Und das hat 15 Euro gekostet. Dann habe ich mir so ein kleines Make-up-Täschchen geholt. Das hat so einen glänzenden, ja, nicht so lackartig, aber so in der Art irgendwie. Mit dieser Schleife, das erinnert mich immer an meine Ted Baker-Tasche, die auch so diese typischen Schleifen haben aus so einem Lack. Und das hat 5 Euro gekostet. Dann kommen wir zu den, ich nenne es mal Herbstsachen. Zum einen habe ich mir das hier gekauft. Ich liebe dunkelgrün und weinrot im Herbst, wie noch was. Jetzt gab es das hier einmal in dunkelgrün, in schwarz und in weinrot. Das ist so eine Art Kleidchen, was hier blickdicht ist, aber die Ärmel sind durchsichtig und haben hier unten so ein kleines Knöpfchen. Das ist dann hier tailliert und geht nochmal bis hier runter. Und dann hat man hier auch noch so ein Band, was man hier drum schlingen kann. Fand ich sehr hübsch und hat 17 Euro gekostet, also schon relativ hoch für Primark-Verhältnisse. Und jetzt kommt der Knüller überhaupt. Ich habe mir 2 Stiefeletten gekauft, weil ich die so, so super schön fand. Und zum einen sind es diese hier. Fand ich sehr, sehr hübsch. Das hat mal wieder was anderes. Das ist hier so golden schimmernd, also irgendwie so spiegelmäßig, aber in golden. Das geht einmal rundherum. Und dann hat es hier wie so Velourleder. Natürlich ist das kein echtes. Ja, das muss man auch einsprühen. Ich hoffe, das hält ein bisschen was aus. Und ja, wie so aus Lederimitat noch diese ja, überkreuzten Bänder. Ist einfach nur zum Reinschlupfen. Ich dachte mir auch erst, weil ich so einen schmalen Fuß habe und schmale Füße und so, ob das dann bei mir hält. Aber ich mache da eh immer noch eine Einlegesohle rein und sowas. Von dem her geht das. Ja, das ist einfach so zum Reinschlüpfen. Genau. Dann habe ich noch andere coole Schuhe entdeckt und in die habe ich mich sofort verliebt. Und das sind diese hier. Erst habe ich mir gedacht, oh, ob das nicht ein bisschen zu viel ist mit dem hier vorne, weil das so kleine Kügelchen sind. Ja, es ist auch grenzwertig, finde ich, aber ich finde es trotzdem wunderschön. Ja, ist halt mal ein bisschen spezieller, ein bisschen auffallender. Hier vorne sind so Schnallen, wo dann nochmal so, ich weiß nicht genau, wie man das hier nennt, aber so Abteilungen, so kleine. Sieht einfach schön aus. Und hier dieses Ganze mit diesen goldenen Perlen, die dann so immer weniger werden. Dieser Verlauf finde ich auch sehr hübsch und den Schuh an sich auch. Und innen hat er das Ganze nicht, also innen ist er ein bisschen schlichter. Und hier vorne halt diese Perlenkügelchen, wie auch immer. Und die haben 24 Euro, glaube ich, gekostet. Das ist irgendwie das Preisschild weg. Wenn ich blende es euch nochmal ein, also ich glaube es waren 24 Euro. Oh, und bei denen waren es 22 Euro. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!